Ja, nochmal zu gucken, das ist sie. Der rote Knopf für die Stoppuhr. Das ist etwas, was ich so definitiv überhaupt nicht erwartet hätte. Annelierte Lünette. Genau, so mag es heißen. Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich bin nicht allein. Ich habe meine Frau bei mir und das hat einen guten Grund, denn heute gibt es eine Woche am Arm und zwar mit dieser wunderschönen Uhr. Die habe ich mir ausgesucht, aber nicht alleine. Wie ist es denn dazu gekommen? Sag mal kurz, wer du bist und wie es dazu gekommen ist, dass wir diese Uhr jetzt in meiner Sammlung haben. Ja, erstmal hallo an die Uhrenfans. Wie Axel schon gesagt hat, ich bin seine Frau und... Heißt Barbara. Heißt Barbara, danke. Dass und begleite im Hintergrund Axel schon lange bei seinem Hobby mit den Uhren von deutschen Herstellern. Und ich bin im Gegensatz zum Axel eher jemand, der eine Uhr hat, die er liebt und trägt. Darf man hier, glaube ich, auch sagen, ist eine Archimede-Uhr. Das ist meine Uhr für gut, für Arbeit, für Feiern, für alles. Aber ich muss schon gestehen, der Axel hat manch schöne Uhr schon in seiner Sammlung erworben. Und vor einigen Zeit haben wir über diese neue Uhr gesprochen. Und da hat er mir Bilder gezeigt und dann war sie auch im Bilder gezeigt, damit fing es an und hat sich die auch schicken lassen. Genau. Und darf ich kurz ran? Natürlich. Und dann ist natürlich klar, wenn ich eine neue Uhr habe, hier nochmal zum Gucken, das ist sie. Dann gibt es eine Woche am Arm und ich habe mal ganz vorsichtig angefragt, ob Babs mitmachen möchte und sie hat ein bisschen gezögert, hat aber relativ schnell gesagt, ja, sie möchte mitmachen, das heißt, das eine Woche am Arm wird jetzt wahrscheinlich 10 oder 11 Tage, weil die erste Zeit wird die Babs die Uhr tragen und dann ihre Eindrücke teilen, die vielleicht ganz anders sein werden als meine. Und so geht es heute los. Wir haben Samstag, Tag 1 und die Babs beginnt diese Sitzung. Ich nehme die Uhr mal, ich ziehe sie mir jetzt auch mal an. Wie ist es dazu gekommen? Bei dieser Uhr sind mir verschiedene Dinge ins Auge gestochen, will ich mal sagen. Einmal fand ich das cremefarbene Ziffernblatt schön und ein bisschen außergewöhnlich, weil man oft entweder weiß oder schwarz oder Farbe hat. Und dann war das zweite oder der nächste Hingucker der rote Knopf für die Stoppuhr, der rote Stoppuhrzeiger und dieses kleine in der Lünette, diese kleine oben auf der 12, die rote Stelle. Das ist mir so ins Auge gefallen und das fand ich eine unheimlich schöne, nicht so aufdringliche, aber schöner farblicher Akzent, so will ich sagen. Und was ich bei Hanhard bei den Uhren sehr, sehr schön finde, ist die Lünette, ich kenne natürlich nicht den Fachbegriff, die so geribbelt ist. Das finde ich was sehr Besonderes im Vergleich zu den glatten Edelstahlgehäusen. Du meinst die kannelierte Lünette? Genau, so mag es heißen. Und von der Größe her, da ich Uhren mag, so auch wie bei meiner Archimede, die eben ein bisschen größer sind, also ich bin nicht so die, ich trage nicht so die typische kleinere Damenuhr sehr gerne, habe ich die dann anprobiert. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Axel gibt mir ein Zeichen, dass es gut ist. Habe ich die dann anprobiert und habe zum Axel gesagt, die kann eine Frau auch sehr schön tragen. Die ist noch nicht zu groß. Ich habe zwar ein schmales Handgelenk, aber würde mir gefallen. Was mich bei einem, ist ein Chrono. Was ich beim Chrono jetzt auch ausprobieren will in 1-2 Tagen, ist, dass ich es nicht gewohnt bin, dass die Uhr so dick ist. Aber so im ersten Blick, ich zeige es nochmal in die Runde, finde ich, macht sie sich auch an meinem Arm sehr schön und perfekt zu einem cremefarbenen Ziffernblatt, finde ich, ist ein braunes Lederarmband. Zwar entweder in so einem etwas, so ein Lederarmband, was schon wieder ein bisschen wie benutzt aussieht, aber dunkelbraun, oder eben ein richtig klassisches dunkelbraunes Armband. Würde mir hier bei der Uhr auch sehr gut gefallen. Ja, und so ist es dazu gekommen. Und nun bin ich mal gespannt, wie die sich so trägt. Hallo liebe Uhrenfreunde, 2. Tag mit Hanhard am Arm.
Ich war noch nicht in der Maske, aber da es ja hier um die Hanhard geht, habe ich gedacht, das ist nicht so wichtig, denn wir gucken ja auf diese wunderschöne Uhr. Mein Fazit, weil ich heute dann an Axel übergebe, ist folgendes. Vom Design finde ich diese Uhr absolut gelungen. Es macht Spaß, da drauf zu gucken. Es macht Spaß, den Stoppknopf, den Knopf für die Stoppuhr zu drücken. Und ja, es ist einfach wirklich eine schöne Uhr. Für mich ist ungewöhnlich, dass ich hier eben durch den Chronographen eine sehr schwere Uhr am Arm habe, die auch recht dick ist. Das wäre für mich in meiner Entscheidung, ob ich die Uhr kaufe oder nicht, dann eben der Grund, dass ich sie nicht kaufen würde. Die im zum Beispiel dasselbe Design als Automatikuhr und ich würde vielleicht schwach werden. Das andere, was ich auch absolut, was ich jetzt absolut gelungen finde neben dem Design, ist, es muss noch nicht mal dunkel sein, also Nacht sein, sondern nur ein Gang, der nicht mit Tageslicht versorgt ist. Und schon kann man die Uhr durch die exzellente Leuchtmasse fantastisch ablesen, was mir auch wirklich sehr gut gefällt. Also alles in allem eine tolle Uhr für Frau oder Mann. Vor allem, wenn es eben, das ist mein einziger Kritikpunkt, nicht stört, dass sie recht schwer und dick ist. Ja, jetzt wird die nächsten Tage der Axel sicherlich mit mehr Fachkenntnis euch von seinen Eindrücken berichten, wenn er die Uhr trägt. Ich danke euch und tschüss. Ja, wir haben Sonntag, Tag 2 und wir haben die Uhr gewechselt. Ich habe jetzt die Hanhard MK1 am Arm. Und mein übliches eine Woche am Arm beginnt. Ich bin total froh, dass die Babs die ersten 2 Tage gemacht hat. Vielleicht hat es euch auch gefallen. Schreibt das mal ganz gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, dass ich das nicht alleine gemacht habe. Und bislang kann ich alles bestätigen, was meine Frau gesagt hat. Und die nächsten Tage werde ich versuchen, ein paar neue, mir eigene Sichtweisen dorthin zuzufügen. Wir haben Montagmorgen, Tag 3 meiner eine Woche am Arm und meine Hanhard MK1 ist natürlich noch am Arm. Ja, heute beginnt quasi meine eine Woche. Die letzten 2 Tage hat ja meine Frau abgedeckt und ich kann schon mal sagen, sie trägt sich am Arm mega angenehm. Das Band ist klasse, gefällt mir sehr gut. Die Nachtablesbarkeit ist ebenfalls klasse. Das hatte meine Frau ja auch schon angedeutet. Was ich erwartet habe und was auch tatsächlich so eingetreten ist, im Halblicht, wenn also das Ziffernblatt als weißer Fleck schon erkennbar ist, aber schon genug Licht da ist, dass die Leuchtmasse nicht mehr leuchtet, aber noch nicht genug Licht, dass die metallischen Zeigerrahmen Reflexionen hervorrufen, da ist die Uhr ganz schlecht ablesbar. Aber das habe ich auch genauso erwartet und das ist nur eine ganz spezielle Lichtsituation. In allen anderen, auch jetzt, wo der Himmel, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, etwas bedeckt ist und es nicht ganz hell ist, ist die Uhr hervorragend ablesbar. Nur im absoluten Zwielicht, wenn der Ziffernblattbereich bereits als heller Fleck erkennbar ist, die Zeiger aber noch nicht reflektieren und die Leuchtmasse nicht anspricht, weil es dafür zu hell ist, das ist die Situation, wo die Uhr eben nicht ablesbar ist. Wir haben Montagabend, wir haben kurz vor 12 und meine Hanhard MK1 ist natürlich noch am Arm. Ja, die Uhr trägt sich super angenehm, ganz, ganz locker am Arm. Ich habe mit der Größe überhaupt kein Problem, anders als meine Frau. Und heute über Tag hatte ich doch wieder so 2-3 Situationen, wo ich nicht hundertprozentig die Uhr ablesen konnte. Ich habe aber festgestellt, es liegt nicht an der Uhr, denn die ist wirklich prima ablesbar. Es liegt an meinen Augen, weil sobald ich die Lesebrille aufgesetzt habe, konnte ich die Uhr hervorragend ablesen. Und nur mit ohne Lesebrille habe ich die Probleme gehabt. Naja, das habe ich bei kontrastreicheren Uhren etwas weniger, aber ich habe es dann nochmal extra getestet. Verschwommen sind die Zeiger trotzdem. Ich erahne dann die Position, aber ohne Lesebrille auf die kurze Distanz. Das funktioniert bei mir leider echt nicht mehr gut. Dann ist mir noch aufgefallen,
dass die MK1 mit dem Band in Größe M bei mir hervorragend sitzt, anders als die Pioneer One, die ich hatte. Da habe ich mir ja das Schließenteil in L besorgt, das Lochteil in M, damit die Uhr nicht verrutscht. Bei der MK1 habe ich das Problem überhaupt nicht. Ich werde die beiden Uhren in den nächsten Tagen mal nebeneinander legen, einfach um zu schauen, ob es an dem Band liegt, an der Uhr oder woran es eventuell liegen könnte, dass ich bei einer Uhr eine Kombination aus M- und L-Band brauche und bei der anderen mit dem M-Band prima zurechtkomme. Das will ich die nächsten Tage auf jeden Fall einmal ausprobieren. Wir haben Dienstagmorgen, Tag 4 meiner eine Woche am Arm und meine Hanhard MK1 ist natürlich noch am Arm. Wir haben kurz vor 7 und heute steht mein erster Bürotag mit der Hanhard an. Gestern hatte ich Homeoffice, da kenne ich natürlich auch die Lichtverhältnisse und weiß auch, wie es um die Ablesbarkeit der Uhr steht. Im Büro wird es vielleicht nochmal was ganz anderes sein, bin gespannt, wie sie sich dort schlägt. Aber ich gehe davon aus, dass das alles überhaupt keine Probleme verursacht. Wir haben Dienstagabend kurz vor 11:30 und meine Hanhard ist, wie ihr erkennen könnt, natürlich noch am Arm. Heute hatte ich einen Bürotag und ich habe euch, glaube ich, noch nie von der Lichtsituation bei uns im Büro erzählt. Und bei einer Uhr, wo helle Zeiger auf ein helles Blatt treffen, ist die Lichtsituation ja vielleicht nicht ganz uninteressant. Wir haben bei uns im Büro eine Art Beleuchtungs-Voodoo. Nach dem Umbau hat der Architekt uns erklärt, also Umbau liegt schon echt lange zurück, dass er ein geniales, neues, grandioses Beleuchtungskonzept hat, welches die Beleuchtung intelligent steuert. In den einzelnen Zonen, wo man sitzt, geht das Licht nur dann an, wenn man es braucht, wenn also der Sensor erkennt, dass es dunkel genug ist und man sich auch ausreichend bewegt, was beim Aktenstudium oder beim Schreiben von irgendwelchen Konzepten ja nicht immer unbedingt der Fall ist, dass man da groß rumhampelt. Aber davon abgesehen hat er auch dafür gesorgt, dass wir von ihm als solche bezeichnete Leuchtschwerter haben, die über 40% der Energie einsparen sollen bei gleich empfundener Helligkeit. Also wir haben eine Energieeinsparung in der Beleuchtung und ein intelligentes Lichtsystem, was letzten Endes dazu geführt hat, dass jeder Schreibtisch seine individuelle Schreibtischlampe bekommen hat, um die Intelligenz und Sparsamkeit des Systems wieder auszugleichen, damit man arbeiten kann. Und in eben diesem Umfeld hat sich diese Uhr überraschenderweise sehr gut geschlagen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass in dem Licht, was ich eigentlich permanent als etwas zu dunkel empfinde, die Uhr mir Schwierigkeiten machen würde. Aber im Büro am Schreibtisch habe ich keine Lesebrille an, sondern eine Bildschirmbrille, also so eine Art Mitteldistanzbrille. Vom Fokus her etwas zu weit zum Lesen, aber deutlich zu nah zum Autofahren. Also wirklich für den Bildschirm quasi 2,5-fache Lesedistanz. Die ist zum Uhrablesen nicht ideal, hat aber komplett ausgereicht, um die Uhr wirklich perfekt ablesen zu können. Und das finde ich klasse. Was mich aber bestätigt bezüglich meiner Aussagen der letzten Tage, gestern und heute Morgen, dass die Ablesbarkeit der Uhr bei mir weniger mit dem Kontrast als solchen, sondern mit meinen schwachen Augen zu tun hat, zumindest was die Nahdistanz betrifft. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren, wie ihr das handhabt, ob bei euch eine Uhr auch nur mit Lesebrille wirklich gut ablesbar ist oder ob ihr mit guten Augen gesegnet seid und damit überhaupt kein Problem habt. Das würde mich wirklich interessieren. Morgen, spätestens übermorgen, zeige ich euch den Bandvergleich mit meiner Pioneer One, denn das hatte ich angesprochen, die ungleich langen Blendbänder. Hier bei der überhaupt kein Problem. Sitzt super, passt super, fühlt sich am Arm super an. Ich mag das und bin super glücklich damit. Wir haben Donnerstag und meine Hanhard
MK1 ist natürlich noch am Arm. Ich spreche nicht direkt in die Kamera, weil ich gestern sozusagen fremd gekuschelt habe. Wir hatten im Büro einen Hund, einen sozusagen Bürohund. Und auf den bin ich völlig allergisch angeschlagen. Ich habe knallrote, dicke, verquollene Augen. Und so wollte ich nicht vor die Kamera. Aber stattdessen zeige ich euch heute die versprochenen beiden Vergleiche oder den Vergleich der beiden Uhren, besser so rum, zwischen der Pioneer One auf der einen Seite und der MK1 auf der anderen Seite. Ich zeige auch direkt mal die unterschiedlichen Bandlängen. Denn das war ja das, was mich so ein kleines bisschen gekillt hatte. Ich lege die Böden aufeinander, habe die Hörner hier übereinander und ihr könnt deutlich sehen, um wie viel das Band der Pioneer One länger ist. Auf dem Lochteil sind die Bänder nahezu identisch lang. Ich ziehe jetzt nochmal die Pioneer One an, die übrigens jetzt im direkten Vergleich spürbar, wirklich spürbar flacher ist und wesentlich leichter. Und hier habe ich jetzt, wie ihr sehen könnt, die Schließe mittig unterm Arm und die Uhr mittig auf dem Arm. Das passt wunderbar, auch wenn ich das Band ein Loch enger mache, sitzt das immer noch sehr gut. Jetzt ist die Schließe ein klein wenig zur Daumenseite gewandert, aber die Uhr sitzt hervorragend. Mit dem normal langen Schließenteil hat das nicht geklappt. Mit dem normal langen Schließenteil ist mir die Uhr immer so übers Handgelenk gerutscht, weil die Schließe tendenziell zur Mitte des Handgelenks wollte. Interessanterweise passiert das bei der MK1 nicht, denn hier habe ich ja das Schließenteil der Größe M dran, also das im Vergleich zu dem hier kürzeren Schließenteil. Und obwohl die Uhr größer und schwerer ist, bleibt sie trotzdem auf dem Arm und die Schließe ist nicht ganz so weit zur Daumenseite unterm Handgelenk und die Uhr hat überhaupt keine Tendenz wegzukippen. Ich vermute sehr stark, dass das an den unterschiedlichen Bändern liegt, denn das Band der MK1 ist doch etwas dicker als das bei der Pioneer One. Vor allen Dingen ist es aber nicht ganz so weich, insbesondere hier oben, dort wo die Nieten sind, da biegt es sich nicht so leicht. Das Band der Pioneer One biegt sich hier an der Stelle super leicht, sodass die Bewegung, das Rüberrutschen über das Handgelenk hier wahrscheinlich etwas leichter vonstatten geht als bei der MK1. Ja, interessanterweise hatte ich ja vermutet, das Band wechseln zu müssen, weil die Niete mich stören würde. Und jetzt zeigt sich, dass die Niete elementar zum Tragekomfort beiträgt und die Uhr in Position hält. Das ist etwas, was ich so definitiv überhaupt nicht erwartet hätte. Und nochmal im direkteren Vergleich. Die Pioneer One und die MK1, beide aus der Pioneer-Serie und trotzdem komplett unterschiedlich. Ja, Freitag, Tag 7 meiner eine Woche am Arm und meine Hanhard MK1 ist natürlich noch am Arm. Ja, sie trägt sich unglaublich gut, das habe ich ja schon erwähnt. Ich vermute, es liegt an den Nieten am Band. Ich habe kaum eine Uhr, die wirklich so gut in Position auf dem Arm bleibt und so wenig über den Knöchel und über das Handgelenk drüber rutscht. Bin da richtig begeistert von, das habe ich so nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Insbesondere auch nicht, weil es ja doch ein Chrono ist, damit etwas schwerer, etwas höher und damit eher die Tendenz hat, sich auf dem Arm etwas zu verdrehen und zu verrutschen. Was ich euch noch zeigen wollte, das ist die Schließe. Und wer denkt, bei einer Dornschließe kann man nicht viel verkehrt machen oder man kann sich da auch nicht besonders gut absetzen von anderen, den möchte ich jetzt
auf einen Weg bringen, etwas mehr auf die Dornschließen zu achten, denn bei der Hanhard hier habe ich eine Dornschließe gefunden, die ich persönlich für die beste Dornschließe in meiner Sammlung halte, auch wenn das nur ein ganz kleiner Teil der Uhr ist, stelle ich fest, wie groß der Unterschied ist, wenn man eine gute durchdachte Dornschließe hat im Vergleich zu einer 0815 Standard. Ja, so sieht die Schließe am Arm aus. Zunächst einmal scheint da gar nichts Besonderes auffällig zu sein. Sie ist relativ flach, das sieht man. Und sie verjüngt sich zum Band. Sie steht also am Band selber nicht über und wird dann breiter an der Stelle, wo das Band durchläuft. Soweit nicht besonders viel Auffälliges, aber man kann sehen, der Teil, der das Band abdeckt, unter dem das Band durchgeführt wird, ist etwas aufgesetzt, so dass das Band wie durch eine Führung läuft. Und auch die Vorderseite ist etwas dünner als die Rückseite, so dass, wenn das Band geschlossen ist, die Schließe ganz plan aufliegt, man also überhaupt nicht auf der Endseite, auf der Kante der Schließe hängen bleiben kann. Und dann steigt die Schließe ganz leicht an und geht auf die gleiche Höhe oder ungefähr die gleiche Höhe, die das Band in der Rundung hat, wo es über den Federsteg geht. Dazu kommt, dass der Dorn plan in den Schließenbügel eingelassen ist. Er steht überhaupt nicht über. Und das wurde durch zwei Sachen erreicht. Mal schauen, ob ich es einfangen kann. Der Dorn selber ist zur Spitze hin etwas abgeflacht. Also er wird quasi spitz. Und er ist nochmal abgewinkelt, sodass er sich plan auf die Schließe legt und dort in die dafür vorgesehene Aussparung sich einbettet. Und dadurch liegt es ganz flach auf. Die einzige Kante, die es gibt, ist vom Federsteg hin zur Schließe, zum Schließenbügel. Aber das ist eine Ecke, wo man relativ selten hängen bleibt. Und das ist auch nicht so evident, weil da das Band ja den Bogen über den Federsteg, über den Anstoß macht und dadurch diese Kante nicht frei exponiert liegt. Ich finde die Schließe richtig klasse, super angenehm und ich habe, wie gesagt, keine andere Schließe, die auch nur in die Nähe dieser Schließe kommt. Vielleicht die Schließe von Sinn am zweigliedrigen Silikonband, aber auch die steht etwas mehr über als die Hanhard-Schließe. Wie gesagt, es sind Kleinigkeiten, auf die kaum jemand achtet, aber mir werden solche Kleinigkeiten zunehmend wichtiger. Wir haben Freitagabend, wir haben kurz vor 12 und meine Hanhard ist selbstverständlich noch am Arm. Ja, wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, ich drehe mich mal rum. Ich bin hier am H4 Hotel am Borussia Park in Mönchengladbach. Jetzt direkt hinter mir seht ihr die Fohlen Sports Bar. Und darüber, schwer zu erkennen, ist der Stadionaufbau. Das ist also das Hotel, wo wir quasi immer absteigen, wenn wir in Gladbach sind, Freunde, Familie besuchen. Heute mit meiner eine Woche am Arm, mein vorletzter Tag. Die Woche gibt ja 9 Tage, weil meine Frau die ersten 2 gemacht hat. Ich werde gleich euch die Anfahrt hierhin zeigen. Weil ich finde, Gladbach ist eigentlich eine schöne Stadt und hat einige schöne Ecken, durch die wir fahren, wenn wir hier zum Stadion fahren. Und einen ganz spaßigen,
aber absolut typischen Dialog zwischen meiner Frau und mir habe ich euch auch drin gelassen. Am Samstagmorgen, 11:15 und meine Hanhard MK1 ist natürlich noch am Arm. Heute hat meine Mutter Geburtstag, wir werden mit ihr feiern. Es gibt Vaters weltberühmten Rollbraten. Und daher werde ich heute über Tag wohl nicht so viel filmen. Vielleicht werde ich heute Abend auch nicht mehr in der Lage sein, meinen Abendtake zu machen. Morgen gibt es dann auf jeden Fall mein Abschlussfazit. Und vielleicht zeige ich morgen Nachmittag, wenn ich wieder zu Hause bin, auch noch ein paar unterschiedliche Bänder an der Uhr, damit man einen Eindruck bekommt, wie variabel die Uhr mit anderen Bändern ist. Ich glaube aber für mich, dass dieses Band in der Farbe mit der eine Nita an dieser Uhr für mich gesetzt ist. Obwohl ich oft gerne mit Bändern spiele, glaube ich nicht, dass ich das bei dieser Uhr machen werde. Wir haben Sonntagabend, Tag 9, meine eine Woche am Arm. Meine Hanhard MK1 ist natürlich noch am Arm. Und es gibt drei Sachen, die ich zum Abschluss ansprechen möchte. Zum einen ist es die Ganggenauigkeit. Ich lege da persönlich gar nicht mehr so extrem viel Wert drauf, weil ich die Uhren einfach relativ schnell wechsle und dadurch eine Gangabweichung für mich nicht mehr so relevant ist. Aber hier habe ich es nachgehalten. In 8,5 Tagen hat sie einen Vorlauf von 44 Sekunden, was ich persönlich absolut super in Ordnung finde. Wobei ich bei den letzten 2,5 Tagen den Chrono habe permanent mitlaufen lassen. Ihr könnt das, glaube ich, sehen. Der Chrono läuft mit. Vielleicht haben es auch einige bei euch bei dem Wristcheck in den letzten Tagen schon gesehen. Ich habe es einfach gemacht, um zu schauen, ob der laufende Chrono einen signifikanten Unterschied auf das Gangverhalten hat. Hat er nicht. Und was ich auch festgestellt habe, was ich mir gedacht habe, aber selber noch nie getestet hatte, der Chrono macht den Vorlauf mit. Wenn ich einen Vorlauf von 3,5 Sekunden am Tag habe, dann läuft der Chrono auch genau diese 3,5 Sekunden schneller, als es eine Atomzeitstoppung ergeben würde. Denn auch nach 2,5 Tagen laufen der Chrono, also die Chrono-Stoppsekunde und die Permanenzsekunde absolut synchron. Ich habe die bei genau 0 Sekunden gestoppt, beziehungsweise die Stoppung gestartet und ihr könnt sehen, es läuft immer noch absolut synchron. Das heißt, de facto ist die Chrono-Zeitmessung jetzt über den Daumen gepeilt, 2x4 Sekunden, sprich 8 Sekunden zu viel verglichen mit der effektiven Zeit, die hätte gestoppt werden müssen. Bei 2,5 Tagen 8 Sekunden für mich auch komplett irrelevant. Vielleicht mag das für den einen oder anderen aber eine nützliche Information sein. Also die Uhr geht nach meinen Verhältnissen ausgesprochen genau. Das mit dem Chrono habe ich euch gezeigt oder gesagt. Und jetzt möchte ich kurz noch auf einige Bänder eingehen, denn auch dabei ist mir etwas Außergewöhnliches bzw. eine Besonderheit der Uhr aufgefallen. Fangen wir einfach mal mit dem Band an, was an der Uhr ist. Das Nietenband, ich finde, es passt hervorragend, das habe ich euch zur Genüge gezeigt. Jetzt kommt ein etwas glänzenderes, helleres Braun. Ich persönlich finde, man kann es tragen, aber ich muss es an der Uhr nicht haben. Es geht und dadurch, dass die Uhr ein helles Blatt ist, kann man nahezu jeden Braunton an die Uhr machen. Aber mir gefällt das in der Kombination nicht so gut. Das ist eher ein Band für echte Dresser oder wirklich feinere Uhren. Das muss ich so nicht zwingend haben. Ja, jetzt habe ich hier ein sehr, sehr dunkles Braun, wirklich ganz dunkel. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Videoaufnahme so rüberkommt. Es ist kein Schwarz. Auch das geht an der Uhr gut. Finde ich sogar noch besser als das Braun, was ich davor hatte. Aber irgendwie habe ich mich so dermaßen an die Optik der Niete gewöhnt, beziehungsweise, dass ich optisch etwas an der Uhr habe, dass es mir tatsächlich gefehlt hat. An eine Fliegeruhr sollte eigentlich ein Chronissimo immer gut passen, deswegen habe ich
zwei meiner Chronissimo-Bänder rausgeholt, eines in Schwarz, was jetzt dran ist. Und das, finde ich, passt sehr gut von der Optik her, nimmt die Uhr gut auf und hebt sie auch mit dem dunklen Band und dem hellen Ziffernblatt. Und auch das gleiche Band in einem dunklen Braun macht sich sehr gut. Also das ist etwas, was mir in der Tat wirklich gut an der Uhr gefällt. Dadurch, dass es die Lasche gibt, fehlt auch die Niete in meinen Augen nicht. Ich mache das Band mal kurz dran und dabei habe ich festgestellt, die Bohrungen sind relativ weit zum Gehäuse hin im Horn, sodass man mit dem Chronissimo-Band, was ja außen an das Hornende anstößt, ein kleines bisschen Probleme hat und da doch ganz schön drücken muss. Eigentlich ist die Aussparung bei diesem Chronissimo-Band fast zu klein für die Hörner. Sie drücken, also die Hornenden drücken etwas in das Band rein und dadurch wird das Band am Hornende etwas unbeweglich, beziehungsweise es wird eingedrückt durch die Hörner. Optisch super. Optisch finde ich, passt das Band sehr, sehr gut an die Uhr. Vielleicht muss ich mir ein anderes Band besorgen oder aber die Aussparungen etwas größer schneiden. Dann könnte ich mir dieses Band, also das Chronissimo-Band, sehr gut an der Uhr vorstellen. Ihr könnt es auch ein bisschen sehen hier, wie wenig Platz, beziehungsweise dass gar kein Platz ist zwischen Hornende und Band. Und bei Bewegung des Bandes zum Hornende hin wird das Leder gestaucht und gequetscht. Und das ist eigentlich nicht Sinn des Chronissimo-Bandes. Das sollte sich eigentlich frei bewegen lassen. Dann habe ich noch ein schwarzes Band mit einer cremeweißen Kontrastnaht. Ich finde den Kontrast schwarz zu dem hellen Ziffernblatt eigentlich zu hart. Aber durch die cremeweiße Naht, finde ich, passt das hier, auch wenn das wie die anderen oder wie einige der anderen Bänder nicht meine erste Wahl wäre. Ja, an das helle Blatt kann man, wie gesagt, beinahe jedes Band machen. Nichts sieht wirklich schlecht aus, aber nach meinem persönlichen Geschmack sehen nicht alle richtig gut aus. Meine bevorzugte Lösung ist tatsächlich immer noch, auch nach 9 Tagen, das Band mit der Niete und an Nummer 2 kommt ganz klar ein Chronissimo-Band. Hier müsste ich aber entweder selbst Hand anlegen, das Band etwas verändern oder nach einem Band suchen, wo die Lasche, wo der Federsteg durchgeht, etwas länger ist und etwas mehr Spiel zu den Hörnern gibt. Alles in allem kann ich nur sagen, ich bin von der MK1 begeistert. Ich würde wieder das helle Blatt nehmen mit allen Einschränkungen, die ich gesagt habe. Für mich ist das die perfekte Variante der MK1. Ich freue mich total, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Freut euch auf den nächsten. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Euer Axel.